ich zähle mal auf, was wir alles brauchen für meine Restepeitsche. Mehl, ein bisschen Thymian und Butter und kaltes Wasser. Das wird der Teig. Der kommt nachher in diese Form hier. Ich habe mir alles schon bereitgestellt. Dann wirst du gleich schnippeln, und zwar die Füllung. Und zwar Zucchini, Lauch und Kartoffeln. Die sind gekochte Kartoffeln. Okay. Oben drüber kommt dann Käse und das Ganze wird natürlich nicht so reingelegt, sondern da kommt eine Creme rein oder ein Royal, sagt man bei einer Quiche. Mhm. Allerdings ist die noch verfeinert mit Parmesan und Muskat. Und es besteht dann noch aus Sahne und Eiern, Salz und Pfeffer. Das hört sich ganz gut an, oder? Ja. Machst du manchmal so Reste essen? Ja. Das ist sehr lecker. Ja. Ja. So, ich sag dir an, okay, was du machst. Das finde ich lustig. Sag mir. Habe ich heute Assistentin. So, Mehl kommt hier rein. Okay, das war das. So, genau. Der Teig ist super easy. Mehl, Salz, Butter und Thymian in die Schüssel und losrühren. Jetzt nur noch ein wenig Wasser dazu. Das war's schon. Und der muss jetzt erstmal in den Kühlschrank. Genau, weil der Teig muss sich so ein bisschen entspannen. Okay. Das Tuch ist ein bisschen Also klein. Nicht so wie sonst, dass man sagt, es muss aufgehen und an der warmen Stelle Das ist Hefeteig. Werden. Okay. Das ist Hefeteig. Ach so. Und Mürbeteig gehört in den Kühlschrank. Genau, der muss sich entspannen. Sehr schön. So verbindet sich die Butter besser mit dem Mehl und wird wieder schön fest. Wir machen uns in der Zwischenzeit an die Füllung und das bedeutet Gemüse schnippeln. Hey, come on, darling, stop the hype. Gibt's denn so eine Regel, die so vom Grunde die ist, die eigentlich so eine Grundordnung schon reinbringt? Das Wichtigste ist einfach, dass alles einen festen Platz hat. Wenn etwas kein Zuhause hat, dann liegt es immer einfach irgendwo rum. Und wenn du ganz bewusst für all deine Dinge einen Platz suchst und die Sachen dort auch wieder hinlegst, dann kann eigentlich nicht mehr so viel schiefgehen. Das klingt ganz überzeugend und einfach. In unseren Schüsseln hat auch alles seinen Platz. Zum Ei kommt Salz, Pfeffer, Sahne und frisch geriebene Muskatnuss. Das duftet, oder? Ja, es riecht lecker. Muskatnuss ist was Feines. Ich könnte es an alles ranmachen. Ja? Ja. An Kartoffelbrei. Mhm, da kenne ich das auch. An Brandteig. Okay. An Sporschel. Okay, das ist chinesisch für mich. Hast du schon beim zweiten verloren. Brandteig. Das ist dieser Windbeutelteig. Ah, okay. Und wenn man da Mühlmuskatnuss reinmacht, großes Geheimnis, kannst du überall auftrumpfen. Wow. Und Parmesan sorgt auch immer für einen leckeren Wow-Effekt. Unterdessen wandert das Gemüse in die Pfanne. Das hier ist jetzt alles vorbereitet. Jetzt kannst du eigentlich den Teig aus dem Kühlschrank wieder rausholen. Okay. Und jetzt kommt er hier rein. Genau, und eigentlich hatte ich ja die Vermutung, wenn du so ordentlich bist, dann würdest du jetzt wahrscheinlich den ausrollen, ganz schön ganz abschneiden, perfekt, ganz akkurat da reinlegen. Wir machen das alles mit der Hand. Ach so, okay. So sparen wir uns Mehl und Nudelholz und machen nichts unordentlich. Außerdem kann ich den Teig schön in den Rand drücken. So bleiben nirgendwo Lücken, durch die die Füllung auslaufen kann. Wir schichten die Kartoffeln und das Pfannengemüse und geben noch geröstete Pinienkerne dazu. Zum Schluss kommen die Eier-Sahne-Mischung und der Käse obendrauf. Der geht jetzt in den Ofen bei 180 Grad, so für 30 bis 40 Minuten. Okay. Müssen wir mal gucken, nicht, dass der Käse verbrennt. Mhm. Ne? Kann schon raus. Isabella wühlt sich in der Zwischenzeit durch meinen natürlich ganz ordentlichen Schrank. Die sehen schick aus, ne? Ja. So. Das duftet schon so gut, oder? Ja. Dann befreien wir die köstliche Pie mal aus ihrem Metallkorsett. Ach, sie sieht großartig aus, wie ein Kuchen für die sonntägliche Kaffeetafel. Dabei ist sie herzhaft und eine perfekte Möglichkeit, um gekochte Gemüsereste zu verarbeiten. Und nebenbei wird so im Kühlschrank wieder ordentlich. Unsere Pie ist außen schön und innen heiß, also Vorsicht.